Ich finde das sehr schön, dass der Ron einen etwas ernsteren Text jetzt gemacht hat. Ich mache jetzt lustigen, nein Quatsch. Ich möchte jetzt auch einen ernsteren Text machen und der hat keinen Namen und geht folgendermaßen. Getrennt vom Gewohnten, dem Vertrauten so fern, so genieße ich den Ausblick und ich glaube auch gern, dass die Lasten, die ich trage, mir das Laufen erschweren, doch ich trage sie mit Ehren und brauche sie, um nach Hause zu kehren. Kann uns das Leben nicht mal wenigstens eine Pause gewähren? Hast du schon Burnout vor dem Aufstehen oder taumelst daher? Der eine Paukenschlag mehr holt dich dann unsanft zurück und dein Verstand macht dir klar, dass es Wunder nicht gibt. Wenn diese Lunte erlischt und es gibt keine Explosion, keinen Knall und keinen Druck, nicht mal eine leise Reaktion, dann willkommen in der Wirklichkeit. Nüchtern betrachtet, sie engt dich ein, weil da kein Platz ist, um eine Lücke zu schaffen. Es bleibt, was es ist. Egal, wie hübsch wir es verpacken und wir flüchten in Gelüste, um uns glücklicher zu machen, nur wahres Glück ist in der Dauer zu messen und ob die Einnahmen des Herzens seine Ausgaben decken. Denn ich glaube kein Versprechen, was ich selber nicht mache, weil ich nicht kann. Jetzt schaut sie an, all diese weltlichen Sachen, die Millionen Möglichkeiten, um sein Geld zu verprassen. Somit hat jeder seinen Preis und spürt die Kälte im Nacken. Ja, früher gab es Gut und Böse. Aber heute ist das Denken anders. Und die größten Gangster sind die, die sich an ihre Ämter klammern. Sie kehren ihren Standpunkt elegant um, wie am Wendehammer, und rollen an dir vorbei im safrangelben Geländehammer. Boah, dezenter ging's wohl gerade nicht. Und dabei sind sie doch der Meinung, Dekadenz hat kein Gesicht. Denn bisher war es so lala, mit ihnen wird es wunderbar, unser Staat mit offenem Ohr für die Anliegen der Untertanen. Und wir, ja wir geben uns zufrieden mit modernem Brot und Spielen, suchen Zuflucht in der Kunst, die die Probleme widerspiegelt. Für die ruhigen Momente und die Zeiten der Besinnlichkeit, so reden wir uns ein, dass unser Leiden ja so schlimm nicht sei. Sag mal, sind wir schon so weit? Oder wie sonst auch nur kurz davor, vor Furcht schon völlig durchgefroren, von Kaulquappen zum Lurch geworden, aber ey! Messt auch den Teilerfolg eine Bedeutung bei. Man sagt, Gutes bräuchte Zeit, voll mit Freuden, voll mit Leid. Oh ja, und nur wer auch mal fällt, der kann ja lernen, wie man aufsteht. Ey, werd selbst zum Sternenbild und sie werden zu euch aufsehen. Egal, ob man dir rät, du solltest mehr aus dir hinausgehen, denn verkehrt ist etwas bloß, wenn man nicht mehr in seiner Haut lebt. Zu viele Einflüsse, gute Wünsche, Hals- und Beinbrüche, weil der Umstand nicht so ist, wie er ja sein müsste. Die großen Vorsätze sind bloß noch Wortfetzen, die nicht mehr länger aus der Wirklichkeit hervorstechen. Und hinter dir sind alle Brücken verbrannt. Halt deine Blicke voran, wenn du nicht zurückgehen kannst. Es ist erdrückend, ein langer und verbitterter Kampf um die Richtung eines Blickpunkts oder schlichte Akzeptanz. Um das Wissen, das Verlangen, etwas wollen und nicht bekommen. Denn es schiebt sich was dazwischen wie die Wolken vor die Sonne. Erfolg schafft einen Rausch, nur Misserfolg macht dich besonnen. Und es sticht dich was im Bauch, denn du hast nicht damit begonnen. So mache ich Spoken Word für Broken Nerds, bevor es zur großen Mode wird. Oder bis der Autor an einer Überdosis Drogen stirbt. Poesie of Broken Dreams, da wo Genies im Koma liegen und da... wo Diktatoren vor der großen Katastrophe fliehen. Dankeschön.